Ich präsentiere euch die Schmuggler-News. Willkommen, meine Zuschauer. Heute Patch 278. Das bedeutet, wir reden über das Dino TLC First One, meine Schmuggele. Des Weiteren wird es um das Server-Event gehen, Ark Battlegrounds, was man schon auf diesem Kanal vorab sehen konnte und beim Livestream anschauen konnte, wenn ihr dabei wart. Na, was habt ihr wieder getrieben? Ja, ja. Zelda-Server wird auch geclustert. Da geht's dann auch um das Ark Battlegrounds, das seht ihr dann. Und natürlich mein Schmugglerversteck eröffnet wieder den Schwarzmarkt. Na, seid ihr neugierig geworden? Sehr schön. Dranbleiben. Los geht's! Also fangen wir mit Patch 278 an. Und da geht's in erster Linie erstmal um das neue Fellveränderung. Zum Beispiel bei unserem Dio-Bär. Na, ist er nicht flauschiger geworden wie vorher? So richtig kuschelig. Der Dio-Wolf hat ein schöneres Gesicht bekommen. Huch, da ist mir was entfleucht. Hihihihi. Probkoptodon hat auch ein schöneres Gesicht. Und das Fell ist schöner geworden. Unser großer Affe, Gigantopithecus, hat auch wieder ein schöneres Gesicht bekommen als vorher. Aber der war ja schon immer hässlich. Und natürlich der ganz große, der T-Rex. Schaut euch seine Zähne an. Viel gefährlicher wie vorher. Ich habe mir fast in die Hose gemacht beim ersten Anblick. Unsere kleinen Kreaturen, die ich jetzt schon aufgezählt habe, bekommen neue Moves. Die erkläre ich euch jetzt ganz kurz. Mein kurzer Überblick. Procoptocom bekommt einen Knockback-Kick und das Imprinten im Beutel für kleine Baby-Dinos wird möglich sein. Der Gigantopithecus, unser großer Riesenaffe, kann jetzt auch andere Kreaturen werfen, wie nur euch Survivor. Der Dio-Bär sammelt jetzt extra bei den Bienen den Honig aus den Bauen. Das war ja vorher nicht möglich. Wer hat's gewusst, na, ihr Schmuggelte? Der Dio-Wolf bekommt endlich das Alpha-Rudel-Heulen, wodurch sein Rudel so richtig als Team zusammenarbeitet und gestärkt sein wird. Der T-Rex wird ein neues Gebrüll bekommen. Nach seinem Ertönen werdet ihr alle die Hosen machen. Ihr werdet's noch sehen. Das würde ich gerne sehen. Ein T-Rex, 50 Survival, ein Riesenkackhaufen. Kommen wir natürlich zu den Bugfixes und Balancings, was da wieder Wildcard verzapft hat. Na, schauen wir mal rein. Ich habe einmal hier die News über den Wyvern. Der Feueratem wird um 50% zum Beispiel reduziert. Natürlich muss ich hier sagen, es ist alles vorab. Man weiß nie, was Wildcard wirklich auf die Server spielt. Aber ich versuche euch drin noch immer das Wichtigste rauszupicken. So, jetzt kommen wir zu den wichtigsten News überhaupt. Oh, da ist mir wieder was entfleucht. Immer live vor der Kamera. Wer will's haben? Underdogs-Server-Informationen. Das Admin-Team hat ja Ark Battlegrounds schon in Testphase gehabt und ausprobiert, hier auf dem YouTube. Das ist bei den Admins so gut angekommen, damit wird es es auf den Live-Server schaffen, der ja am 16.02. um 17 Uhr online sein wird für euch. Habt ihr euch Zeit genommen dafür? Ich erwarte euch schließlich da alle. Und du, geh mal aus dem Bild, was soll denn? Man kann nicht mal draußen filmen hier. Wo bin ich jetzt hängen geblieben? Ah ja, Ark Battlegrounds wird es also auf jeden Fall auf den Live-Server schaffen. Freut euch drauf. Cluster-Server wird jetzt auch bekannt gegeben. Ich präsentiere euch Island. Ja, das mag für manche von euch ziemlich langweilig sein. Und ihr wisst euch noch nicht, was euch erwartet. Da wird es das Ark Battlegrounds geben. Extra drauf installiert für euch. Dieses Event muss unbedingt besucht werden. Es gibt halt sehr schöne Schätze für euch zu gewinnen. Dann könnt ihr natürlich diesen Drachenboss besiegen. Was sehr wichtig sein wird, komme ich später zu. Und die Tech-Höhle müsst ihr auch noch besuchen. Da kriegt man nämlich 5 Level mehr, wenn man es richtig macht. Also ranhalten. Der Server wird nur zur Verfügung gestellt sein. Von Montag bis Donnerstag. Ranhalten, Leute. Und den Server besucht, den kann ich natürlich jetzt über dem Schwarzmarkt präsentieren. Ich möchte folgende Raritäten von diesem Cluster-Server mitgebracht bekommen. Warum, erkläre ich auch noch. Die Dragonflagge.
brauche ich unbedingt, die ist so schön rot, den Dragonenkopf, den kann ich mir so an die Wand hängen und natürlich euer Implantat. Nein, nicht das Standard, ich will das Extra-Implantat nach der Tech-Höhle. Das hat nämlich so eine glitzernde, schöne neue Farbe. Warum sollt ihr mir das bringen? Ja, hier geht es um das Schmugglerversteck. Um mein Schmugglerversteck. Da wird es den Schwarzmarkt geben. Da bekommt ihr dann Items, wo die Admins nicht sehr gerne sehen wollen. Die bekommt ihr dann bei mir extra, wenn ihr diese raren Ressourcen für mich beschafft. Es wird sich lohnen. Items, wo die Admins wahrscheinlich nicht gestatten würden. Es ist ein Schwarzmarkt. Ey, was fällt dir ein, einfach ins Bild zu laufen? Boah, und jetzt boxt er mich an. Jetzt gibt's. Ich hau dir auf die Nuss. Alles musst du mal selber machen. Komm her. Ich hab dich gemeint. Ja, komm her. Batsch, da hast du. Mach jetzt einen Abflug. Boah, der macht mir das ganze Set kaputt. Ich glaube, es hakt. Nochmal hin auf die Nuss. Ja, renn fort. Bleib stehen. Jetzt warte doch. Ich bin nicht der Schnellste. Verdammte Kacke, jetzt rennt er wirklich weg. Ich krieg dich noch. Und wenn ich die ganze da brauch, ich hol dich. Mats ab. Ey, Piepmats. Du bist ein Bodyguard. Ihr beschützt mich, bis gefälligst. Komm jetzt her. Ich pack ne. Ja, jetzt brauchst du einen. Komm, ich brauch da Hilfe. Ich hätt's alle hingekriegt. Komm, hock dich wieder hin. Kram, so kann ich alles wieder neu bauen.